Hey, Kate, sag mir doch mal, wo deine Auflaufformen stehen. Warum? Weil der Kater nicht in den Toaster passt. Ich habe dich gefragt, was wir mit Alf... Das Fett brennt, das Fett brennt! Alf! Oh nein, wie ist denn das passiert? Lass doch die Vorhänge! Das spricht! Hast du beim Rennen aufs falsche Pferd gesetzt? Wenn du die Wahrheit wissen willst, du bist der Grund, warum wir zu Hause bleiben. Moi? Oui, Monsieur. Pourquoi? Weil du von draußen kommst. Wir lassen das Französisch? Wir lassen es. No problemo. Also hört mal, ich weiß auch, dass es hier nicht gerade rosig ist. Aber wenn man eine Zitrone erwischt, muss man eben Limonade draus machen. Kannst du dich nicht vielleicht ein bisschen klarer ausdrücken? Das bedeutet, dass man einer Katze auf verschiedene Art das Fell abziehen kann. Das musst du in meinem Kochbuch gelesen haben. Gehen wir. Was kümmert's uns, wenn wir ein bisschen nass werden? Ihr habt's gut in eurer Höhle. Bei mir sind es 98% Haare. Also jetzt hör mal zu. Wir können hier rumsitzen und uns beklagen. Oder wir können rausgehen und vergnügt sein. Ich bleibe hier und beklage mich. Also, wie wollt ihr die Hamburger? Halb durch und bitte ohne Blitze. Du bestehst gleich nur noch zu 50% aus Haaren. Du bist ein völlig anderer Mensch, seitdem du Ferien machst. Ich versuche bloß, diesen Ferien eine heitere Note zu geben. Wie? Indem du uns ertränkst? Indem ich mich bemühe, meine positive Einstellung zu behalten. Und dir möchte ich das auch empfehlen, anstatt sich die ganze Zeit über nur zu beschweren. Bitte! Nicht jeder wünscht sich für seine Ferien einen Aufenthalt im Regenwald. In diesem Regenwald sitzt mir nur deinetwegen. Ich stimme für die Rückfahrt. Darüber wird nicht abgestimmt. Ruf die Zeitung an, die Demokratie. Die ist tot. Nein, jetzt weiß ich. Es ist ein Ameisenbär. Hm? Bist du sicher? Ja, und es ist verboten, sie zu schießen. Tja. Was redest du denn da? Natürlich darf man Ameisenbären schießen. Das ist mir sowieso egal. Nimm das Vieh mit raus und schlacht es ab. Wieso immer du? Warum darf ich nicht auch mal schlachten? Das werde ich dir sagen. Weil du immer die schönsten Fleischstücke dabei kaputt machst. Ich hol die Kettensäge und du machst schon mal den Salat. Hallo, entschuldigen Sie bitte, haben Sie vielleicht etwas Ungewöhnliches in der Gegend gesehen, was, wie ich weiß, eine sehr allgemeine Frage ist. Aber wenn Sie das sehen, wovon ich spreche, dann verstehen Sie, was ich meine. Andernfalls es keinen Sinn hätte, Ihre Zeit mit langen Erklärungen zu verschwenden. Wer ist das? Einer, bei dem die Sätze niemals aufhören. Alf! Oh, Alf! Oh, Alf! Gott sei Dank, wir haben uns solche Sorgen gemacht. Es tut mir sehr leid, was passiert ist. Ist alles in Ordnung? Hast du dich verirrt? Ich erwarte natürlich nicht, dass er antwortet. Ich schon. Und habe ich dir auch schon gesagt, dass du in die falsche Richtung läufst? Nein, ich habe das Gefühl, wir laufen im Kreis. Das ist nur, weil du dich an meinem Bein festhältst. Auf jeden Fall haben wir uns verirrt. Wir haben uns nicht verirrt. Wir gehen den richtigen Weg. Nein. Ich bin ziemlich sicher, dass wir da lang müssen. Nein, das hier ist der Weg zu unserem Wohnmobil. Nein, das da ist der Weg zurück zum Wohnmobil. Nein, ist er nicht. Doch, ist er wohl. Also dann schließen wir einen Kompromiss. Nehmen wir doch den da drüben, den da. Nein, 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 da kommen wir doch zu diesen Kerlen zurück. Du sagst es. Ich liefere dich bei ihnen ab und kriege meine 100 Dollar wieder. Weißt du was? Du hast vollkommen recht. Das ist der Weg zurück zum Wohnmobil. Ganz wie du meinst. Entschuldige, hättest du etwas gegen eine konstruktive Kritik? Ja, hätte ich. Warum liest du nicht die Gebrauchsanweisung? Die ist auf Japanisch. Dann lese ich sie. Du musst es schon übersetzen. Also, sie war nicht in der Lage, einen richtigen Baum zu kaufen. Spring das für die Anweisung. Schritt 1. Malen Sie den Stamm grün. Hä? Farbe im Preis nicht eingeschlossen. Ich glaube, ich werde damit auch allein fertig. Also schön. Da kommt jetzt gleich eine Abzweigung. Wo? Da, gleich da vorn. Da ist sie. Rechts rein, schnell. Bist du sicher? Ja, natürlich bin ich da sicher. Ganz sicher sogar. Nur mach doch mal. Ja. Nein, warte. Ich will meinen Baum. Dann ich nimm ihn doch, Willi. Du hast einen. Was ist denn hier passiert? Gar nichts. Ich habe einen Baum ins Auto geladen. Crackers? Hm. Oh,
Ich nehme an, das war die Türklingel. Wer immer das auch ist, ich werde versuchen, ihn abzuwimmeln. Wir können auf keinen Fall zulassen, dass du gestört wirst. Sag einfach, man möge sich schleichen. Mutter! Wie schön, dich zu sehen. Oh, ich habe Geschenke für euch. Geschenke? Nein! Wieso? Ich bringe doch immer was mit. Ich meinte, nein, nein, das wäre doch nicht nötig gewesen. Hey, ich hätte mal eine Frage. Wird Großmutters Besuch irgendwelche Auswirkungen auf meine Bequemlichkeit haben? Hilfe! Ich habe mich in der Garage eingeschlossen. Ich bin ohne Nahrung. Es soll bitte jemand bei Pizza Bark anrufen und eine Riesenpizza bestellen. Mit allem drauf, was es gibt. Ach so, ja richtig. Das heißt mit allem außer rote Beete. Bitte dazu sagen, keine rote Beete. Aber es ist doch nur für 3 Tage. Lange genug, um Geist und Gesundheit zu ruinieren. Meinst du nicht auch, dass du ein bisschen überdramatisierst? 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 Kate, hier drin ist nicht mal ein Fernseher. Wir können dir hier den kleinen Fernseher reinstellen. Die Schwarz-Weiß-Schachtel mit dem Briefmarkenschirm? Gut, ich klebe mir vor die Augen. Vielleicht, dass sie mich zu sehr geliebt hat. Und warum erzähle ich dir das alles? Kann ich nicht sagen, ich habe nicht zugehört. Alf, er streikt. Alf, bitte geh zurück in die Garage. Meine Mutter ist immer noch da. Ich hab die Nase voll von der Garage. Und ich hab die Nase voll von deiner Mutter. Das hier ist mein Zuhause. Und ich vermisse mein Zuhause und das Badezimmer. Seit wann steckst du schon da unten? Nur die letzten paar Nächte. Jedenfalls, was deine Mutter angeht. Warst du auch schon Sonntag da? Nur keine Sorge. Ich schlafe wie ein Baby. Ich hab überhaupt nichts gehört. Also, was machen wir nur mit Großmama? Vielleicht setzen wir sie erstmal in eine Ecke und fragen sie, ob sie E.T. gesehen hat. Was vergleicht ihr mich eigentlich immer mit E.T.? Ich bin nicht wie E.T. Stell dir vor, mich fragt eines Tages jemand von Melmark, was ihr für Wesen seid. Und ich sage zu ihm, kennst du den Film Der verrückte Professor mit Jerry Lewis? Ich gebe dir mein Wort drauf. Ich bin ein Wesen aus dem All. Und seit du hier bist, vegetiere ich in der Garage. Ich möchte dich gerne etwas fragen. Warum ist mit dir so schwer auszukommen? Kate ist umgänglich. Wurde sie adoptiert oder sowas? Jedenfalls, wenn ich dir einen Rat geben darf, mach ihr das Leben etwas leichter. Sei nett zu ihr. Ach ja, und da ist noch etwas. Hör auf, an mir rumzupinken. Ja, ich weiß. Eigentlich wolltet ihr mich bekannt machen, aber... Ich habe es in dieser Garage einfach nicht länger ausgehalten, denn da war eine Spinne drin von dieser Größe. Es ist doch ganz egal, wer wo sitzt. Und jeder von uns weiß genau, wer hier der Herr im Haus ist. Saft? Ja. Ach, und wie wär's mit ein paar von diesen belgischen Waffeln? Die mit dem Puderzucker drüber. Die mag ich besonders. Heute gibt's Pfannkuchen, einverstanden? Natürlich, wenn nichts weiter da ist. Er sitzt am Kopfende des Tisches und er bestimmt, was es bei euch zum Frühstück gibt. Der kleine Mob vom Mond führt euren Haushalt. Mob vom was? Mob vom Mond? Mhm. Ach ja? Ja. Wenn ich jetzt eine Papierserviette und einen Strohhalm hätte, dann würde ich dich mit Spuckekugeln vollpumpen. Habt ihr gehört, wie der mit mir spricht? Passt auf, entweder geht sie oder ich gehe. Wen trifft es, Kate? Musst du darüber tatsächlich erst nachdenken? Nein. Ja. Einen Moment, warte, hör zu. Niemand wird gehen und keiner wird bleiben. Ein klarer Standpunkt, Willy. Kein Wunder, dass du nicht am Kopf des Tisches sitzt. Ich glaube, sie ist zu groß. Du wächst doch noch rein. Bis dahin kann sie Willy als Abdeckplane fürs Auto benutzen. Mach nur weiter so. Mach du deine Witze. Dabei habe ich dir auch ein Geschenk gemacht. Ein Geschenk für mich? Lass mal sehen, lass mal sehen. Was ist das? Ein Maulkorb. Sehr komisch, sehr komisch. Ich kann nicht abreisen. Wieso nicht? Sei doch nicht so unhöflich. Wieso nicht, Dorothy? Ein Stück Gurke? Nein, vielen Dank. Ich meine,
Warst du das? Ja.